Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Amelie McKenna. Das ist meine Kollegin Doris Kramm. Wir beide sind wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich 1, Wald und Umwelt. Und heute wollen wir euch eine kleine Einführung geben in die Themengebiete Waldmesslehre und Waldinventur. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte kurz auf die Geschichte der Waldmesslehre eingehen und Waldinventur. Und zwar ist in der Geschichte der Waldmesslehre eigentlich der Hauptfokus das Holzvolumen gewesen und natürlich auch die Holzqualität. Aus der Idee heraus, wie viel Holz habe ich im Wald stehen, wie viel Holz kann ich ernten, wie viel Holz wächst nach und in welchen Qualitäten kann ich das gegebenenfalls verkaufen oder verwenden. Darum ist in dieser Waldmesslehre der Fokus in den Messungen ursprünglich eben darauf ausgerichtet gewesen, diese Qualitäten und das Volumen zu bestimmen. Und heutzutage wandelt sich das zunehmend, weil immer mehr zusätzliche ökologische Parameter dazukommen, die uns interessieren, über die Vitalität der Bäume, zum Beispiel den Kronenzustand oder bestimmte Merkmale, die wir an den Stämmen der Bäume feststellen, über die Totholzmengen, die im Wald vorhanden sind, über die Verjüngung, die Waldverjüngung, die im Wald hochkommt, über Biodiversität, verschiedene Arten, die wir vorfinden, Lebensräume, Bodenqualitäten, Feuchtigkeit, sehr viele verschiedene Parameter, die uns heute interessieren und die in der Waldinventur aufgenommen werden. Ja, wir werden jetzt heute eigentlich hauptsächlich erstmal auf diese Volumenparameter eingehen in dem kurzen Video und werden eine kleine Einführung geben, wie Durchmesser, Höhen gemessen werden, wie wir Volumen grob berechnen können und werden jetzt eine kleine Vorführung hier an der Tafel machen und danach im Gelände zeigen, wie wir arbeiten. In der Waldinventur ist es ja so, dass wir üblicherweise Stichprobenverfahren anwenden. Wir können schlecht einen ganzen Waldbestand komplett erheben und die Daten von allen Bäumen aufnehmen. Darum wählen wir üblicherweise Stichproben aus und diese Stichproben werden nach bestimmten zufälligen oder systematischen Verfahren angelegt. Was meistens getan wird, ist, dass eine Art Probefläche angelegt wird in dem Untersuchungsgebiet, das wir uns anschauen wollen und aus dem wir die Daten ermitteln wollen. Diese Probeflächen können kreisförmig sein, können rechteckig sein, können in länglicher Transektform vorliegen oder in verschiedenen anderen Formen. Die eine Art ist es eben, einen festen Probekreis anzulegen, indem man einen Mittelpunkt bestimmt und darum herum einen Probekreis einer bestimmten Größe aufzieht. Eine übliche Größe hier in Deutschland ist 0,05 Hektar Größe, das sind 500 Quadratmeter. Und dieser Probekreis wird dann um den Probekreismittelpunkt definiert und alle Bäume, wenn wir jetzt den Fokus mal auf die Bäume legen wollen, in dieser kleinen Einführung, die in dem Probekreis mit drin sind, werden untersucht. Alle Bäume, die außerhalb des Probekreises liegen, werden dann außer Acht gelassen. Die Bäume haben zwei Hauptparameter, die wir erheben, um das Volumen zu ermitteln. Das eine ist der Brusthöhendurchmesser, der Durchmesser des Stammes auf Brusthöhe, die als 1,30 Meter Höhe definiert ist über dem Boden. Und der zweite Parameter ist die Baumhöhe. Und aus diesen beiden Parametern kann dann das Volumen ermittelt werden. Zunächst mal wird aus dem Brusthöhendurchmesser, der mit BHD abgekürzt wird, eine Grundfläche berechnet. Diese Grundfläche ist im Grunde nichts weiteres als die Kreisfläche, die Grundfläche zusammen mit der Baumhöhe, die ich hier mal mit H abkürze, kann dann das Volumen ergeben. Da die Bäume natürlich nicht genau zylindrisch in die Höhe wachsen, sondern nach oben hin immer schmaler werden, zur Krone hin, müssen wir, um das Volumen zu bestimmen, noch einen Formfaktor hinzufügen in unsere Berechnung. Und daraus ergibt sich dann auf diese einfache Weise das geschätzte Volumen. Ja, jetzt stehen wir hier am Mittelpunkt von unserem Probekreis. Wir wollen einen Probekreis einrichten mit einem Radius von 12,62 Metern.
Das macht 500 Quadratmeter am Ende im Kreis. Und jetzt gehen wir rum und markieren uns die Bäume, die zu unserem Probekreis dazugehören. Wir messen quasi den Abstand vom Baum bis zum Mittelpunkt, weil wir am Mittelpunkt auch unseren Transponder aufgebaut haben. So, der ist auch mit drin. Dann markiere ich ihn jetzt mit einer 3. Ach so, und wir nehmen ja nur die Bäume auf, die mehr als 7 cm Durchmesser haben. Das ist ein forstlicher Standard. Die dünneren werden klassischerweise nicht erfasst, außer bei wissenschaftlichen Fragestellungen, wo dann teilweise auch dünnere Bäume noch erfasst werden. So, dieser Baum, der hat jetzt hier auf der Mitte vom Baum, hat er hier schon 14 Meter Abstand, der ist draußen. Aha, dann wird er nicht markiert. Der hier wird auch draußen sein, denke ich mal. Ja, sieht so aus. Das Gerät, das wir benutzen, ja, um die Entfernung zu messen, ist ein Vertex. Ja, das ist ein Ultraschallmessgerät. Und damit messen wir auch nachher die Höhe. Dann erklären wir das noch mal ein bisschen ausführlicher. Der ist drin. Und der hat auch mehr als 7 cm Durchmesser. Das kann ich schon so mit Augenmaß abschätzen. Die 4. Ja, der ist natürlich auch drin. Ja, dann wird er wieder mit einer nummeriert, damit man auch weiß, dass alle drin sind und nicht durcheinander kommt. Der ist auch mit drin. Wieder eine Nummer. Guck mal, hier haben wir ganz schöne Mikrohabitate. Zwei so kleine Wasserlöcher, die sich bei Regen füllen und dann ein ganz schönes Habitat bilden für Lebewesen. Ja. Dieser kleine hier, der ist natürlich näher dran als 12 Meter, aber der ist zu dünn. Der hat noch keine 7 cm. Der fällt raus. Ja. Den kann ich noch einmal testen hier. Ich glaube, der müsste aber draußen sein. Ich auch. Ja, der ist draußen. Okay. 13 Meter. Und der könnte auch schon über 7 sein, oder? Ja, ich denke, der ist über 7. Ja, ich denke auch. Wir markieren ihn erstmal mit. Ja. Der ist drin. Also die Nummer 8. Und der ist wahrscheinlich draußen. Nee, der ist noch mit drin. Oh. Überraschung. Ist auch drin. Und dann haben wir den noch mit drin und das ist dann der letzte in unserem Kreis. Die letzte war 9, also 10 Bäume. Und so wie ich es überblicken konnte, waren es jetzt alles Buchen. Ja, alles Buchen habe ich auch nur gesehen. Und das ist auch ganz gut. Das zeigt uns jetzt, also so ein Standard eigentlich in der Waldmesslehre ist, dass man sagt, pro Probekreis so 10 bis 15 Bäume vom Arbeitsaufwand her. Wenn man jetzt viel mehr hätte, dann könnte man den Probekreis auch noch ein bisschen kleiner machen, um sich die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Und wenn man viel weniger hätte, dann würde man den Probekreis wahrscheinlich noch ein bisschen größer machen. So würde man dann anpassen an die Bestandesdichte, die Probekreisgröße, um die Datenerhebung statistisch auch einigermaßen abzusichern. Aber hier sind wir gut dabei mit unseren 10 Bäumen. Und jetzt können wir gleich anfangen, erstmal die Durchmesser aufzunehmen.